Martina? Nee, Kurt, jetzt nicht. Ich muss mal mit dir sprechen, wirklich. Ach, Kurt. Ich bin ja der Mann der tausend Ideen und bin dann auf, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Die Grundschule von dir hat angerufen. Und da ist früher was schiefgelaufen. Du müsstest die vierte Klasse noch mal machen. Die vierte Klasse? Und jetzt ist die Frage, hast du ein Geodreieck? Ja. Zirkel? Mhm. Kannst du bei die Martina in Ruhe lassen? Oh, danke, Frau Gullich, danke. Martina, hörst du auf? Geh weg! Geh du weg. Man kann eigentlich nirgends hingucken in dieser Sendung. Oh! Oh! Die gehen nicht hinter die Ohren, Martina. Oh! Ah, was geschieht hier? Ich will raus. Tu es. Warum gehe ich nicht raus? Oh! 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 Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Das war eine ganz heikle Situation, dass ich da nicht selber irgendwie drüber lache, wie scheiße das aussieht. Oh, jetzt Angriff. 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 Gott! Oh Gott. Auf einmal stand Martina Hill vor mir. Martina! Im Irrenhaus. Freunde, könnt ihr mich hier rausholen? Diese Brille kann man übrigens auch tragen und sich totlachen, weil der Bulli weiß dann gar nicht, wer gelacht hat, weil man nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dünnes Eis, das war sehr dünnes Eis, aber wir haben trotzdem drauf gesteppt. Ich bin mutig, ich gehe nach vorne. Ach nee. Oh Gott! Rock'n'Roll! Boah! Max! Bei Martina alias Mandy, das war so lustig, weil ich Martina auch so gut kenne und ich gesehen habe, dass sie selber kämpfen musste. Ich habe! Was denn? Ich werde, so ist es richtig, heute einen Song performen, den ich mir selber ausgedacht, komponiert und inszeniert habe. Und zwar extra nur für mich. Yeah! Oh, krass. Den mache ich einfach noch mal. Ja, nee, ja. Oder auch nicht. Weiß. Wenn Martina als Mandy da rauskommt, das ist halt so. Mandy ist wirklich unfassbar. So, pass auf. Bei dem Song handelt es sich um eine Ballade, nicht zu verwechseln mit einer Banane. Eine Ballade ist weder gelb noch grün. Ballade. Aber sie hat viel Inhalt und der geht die. Ja? Und darum geht's. Es geht um Gefühle, Emotionen und um die Verarbeitung dieser. Ja, was? Habt ihr das soweit? So. Also. Und dann? Also die Bearbeitung dieser? Oh. Hi-ha. Oh. Also in dem Song. Also, pass auf! In dem. Also. Hi-ha! Oh. Hey, ho, let's go! In dem Song. Also verarbeite ich meinen ganzen psychischen Stress. Und deswegen heißt der Song auch
Enemine Mopel, wer frisst Puppe? Oh! Oder Rambazamba in der Mamba, ich bin noch unentschlossen. Habt ihr Bock? Ja. Achtung! Kickball Change. 5-3, Kickball Change. Oh Gott! Huha! Wissen ist Macht. Wie nennt man den Stoff, der an der Stange am Fenster hängt? Gardine! Weiter geht's! Der Otter und sein Bruder! Die teilen sich ein Ruder! Keiner ist cooler als ich! Ich bin der Hit! Ich bin stärker als Karate Kid! Und jetzt kommt noch die Message von dem Song! Pass auf! Rock'n'Roll! Keine Message, keine Message! Wir sind alle Lebewesen. Auch der Uhu ist mal eins gewesen. Dann wurde er ein Klebestift. Warum interessiert mich nicht? Ich habe fertig und verabscheue mich. Oh, ich musste so fast lachen. Hätte ich stundenlang noch immer mehr Seele aus mir raus. Das war schlimm. So schlimm, dass ich gerne mit ihm gemacht hätte. Oh, du meine Güte. Hallo, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Mein Name heißt Larissa. Und ich sag nur so, ich lebe auf jeden Fall mein Leben. Und ich genieße jeden Tag so, als ob es den vorher noch nie gegeben hätte. Deswegen sagt man ja auch, genieße den Tag. Capri denem. Und dieses Motto, das schlägt sich natürlich auch in meinen neuen Blog wieder. Und das ist mein neuer Blog. Den habe ich mir extra neu gekauft. Also pass auf. In diesem Blog auf jeden Fall, da schreibe ich so alles rein. Weil jeder Tag ist ein Individuum. Der Mann, der freut sich so. Es gibt zwei Worte, die mir im Leben schon sehr viele Türen geöffnet haben. Drücken und ziehen. Es geht los. 19.01. Januar. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Na toll, jetzt habe ich mir extra einen Stift gekauft. Oh du meine Güte, was soll ich bloß schreiben? Fragezeichen. Und wo sind die Emoticons in dem Buch? Ohne sie kann ich meine Gefühle gar nicht richtig ausdrücken. Ich hasse mein Leben. Ende Tag 1. Ich hab's denn einfach geschehen lassen. Da war nichts mehr. 20.01. Januar. Heute bin ich voll krank. Oh meine Güte, ich habe gerade meine Symptome gegoogelt. Es gibt drei Möglichkeiten. Allergie, Tinnitus oder Gefrierbrand. Also wenn ich nur eins davon habe, dann kann ich mir die Karten lesen. 21.01. Januar. Gestern Abend wäre fast was Schreckliches passiert. Ich schwöre, ich hätte beinahe vergessen, mich abzuschminken. Mm. Aber zum Glück ist mir noch rechtzeitig aufgefallen, als ich in den Spiegel geguckt habe. Und zu meiner Überraschung sah ich mich mit der Realität konfirmiert. Ich war quasi mein Spiegelbild der Gesellschaft. 24.01. Januar. Heute hätte ich Liebe auf den ersten Blick. Er heißt Kevin und er wohnt allein zu Hause. Mhm. Oh. Puh, da war ich wirklich, also, da habe ich gebissen. Er arbeitet als ein einzelner Handelskaufmann. Also ein Mann, der einen Beruf hat, der Schotten ist, der kriegt bestimmt überall Prozente. Ich liebe ihn schon jetzt. Ja, der Rest vom Block ist noch leer und lässt Raum für Insta-Petration. Ja, also, okay. Auf Wiedersehen, macht's gut, ihr Lieben. Das war ganz toll.